Na, das muss ich doch testen. Hier an der Tunguska nach langer Zeit mal wieder auf Hecht angeln. Zack, da schießt er direkt rein hier, der erste Kandidat des frühen Morgens. Ich war in der letzten Nacht schon hier. Oha, der hat aber auch Bock. In der letzten Nacht waren einige kleinere dabei, so 3 Kilo, 5 Kilo, natürlich auch ein bisschen was da drunter. Und jetzt hier in den frühen Morgenstunden direkt mal wieder testen. Bam! Das war früher mal eine Trophy. Fast 11 Kilo. Erster schöner Brocken des Tages. So soll das sein. So muss das sein. Und das hier an einer altbekannten Stelle eigentlich. Ich weiß noch, ich glaube, es gibt sogar 2 Videos hier schon zu dieser Stelle. Und gerade eben gucke ich im Discord oder steht dann vom Spieler Spielfiel, der hatte hier rumprobiert und hat hier eine Trophy gefangen und eine super Trophy gefangen. Alter Falter. Und ich weiß noch, wie gesagt, vor Monaten hier an der Stelle war der Spot auch noch aktiv und dann ging das hier richtig gut ab und es wurden tatsächlich einige Trophys hier gefangen. Deswegen direkt hier hin. Hecht, super Trophy, fehlt mir noch. Und wenn, dann will man ja auch direkt die großen Brocken. Oder zumindest, ich habe gerade schon mal nachgeguckt, im Café, da ist der Auftrag drin, Hecht mit 15, 16 Kilo zu fangen. Vielleicht ballert ja so ein Gigant hier rein. Dementsprechend großes, schweres Setup habe ich hier natürlich gerade. Bin hier komplett übertrieben jetzt heute reingegangen vom Setup. 30 Kilo Stahlvorfach auch drauf. Und mal gucken, was hier so läuft. Die Stelle an sich ist ein bisschen tricky. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen, denn wir haben da vorne den Baum, der direkt aus der Hölle kommt. Dieser Baum frisst Köder und beziehungsweise Haken. Sobald irgendwas nur ansatzweise in der Nähe ist, zack, grabt sich dieser Baum deinen Haken. Ganz gefährlich ist hier vorne die Stelle, die man jetzt gar nicht so richtig gut sieht. Und zwar, doch, da sieht man es so ein bisschen, jetzt hier im Dunkeln. Hier gehen, genau hier sieht man so kleine Streifen, hier sind Wurzeln und das zieht sich hier komplett rüber. Das ist dieser verlängerte Arm von hier, der macht hier so eine Welle. Also hier geht er einmal runter, hier wieder rauf und dann geht er bis hier hin. Da sieht man noch so ein bisschen was durchschimmern. Vielleicht eben in der Aufnahme ganz schwierig zu sehen. Guckt euch das aber mal genau an. Es ist genau so eine Astverlängerung. Und das heißt, wenn man hier einfach so straight up durchzieht und denkt, boah, geil, Alter, jetzt fange ich mal hier schön die Hechte. Und man zieht einfach nur an diesem Holz hier vorbei. Gar nicht so gut. Ganz, ganz schlechte Idee. Denn man verhakt hier ratzfatz. Ich ziehe jetzt hier einmal so durch. Direkt dran vorbei. Na, habe ich Glück gehabt? Ja, Glück gehabt. Dran vorbeigekommen. Also, das ist eine ganz, ganz gefährliche Stelle, denn da verhakt man super schnell. Und wenn das Setup eben nicht passend aufgebaut ist, ja, dann verliert man im schlimmsten Fall den Köder oder man muss halt reloggen und dann lüppt das Ganze wieder. Also, ich muss es auf jeden Fall jetzt testen. Die letzten Abendstunden waren, wie gesagt, gerade schon gar nicht so schlecht. Jetzt hier direkt der Einstieg mit 10 Kilo und zack, da bin ich verhakt. Im Treiben lassen, na ist es denn. Also, direkt verhakt, Bremse hoch und dann versuchen wieder zu befreien und da sind wir wieder frei. Also, das ist natürlich Katastrophe, ne? Aber so passiert das. Von daher immer so ein bisschen weiter darüber werfen, bisschen weiter Abstand halten, dann vielleicht noch ein bisschen treiben lassen. Und dann so knapp hinter der Höhe, also da ist der Baum, genau auf der gleichen Höhe oder ein bisschen weiter dahinter, dann anfangen durchzugieren. Ich bin jetzt hier gerade mit Tempo 50 plus Shift, einfach nur ganz kurz, linke Maustaste, immer wieder kurz in das Gieren reingehen und gucken, dass man so den Köder so ein bisschen aktiv durch das Wasser führt und dann hoffen, dass dann da der nächste große Brocken reingeht. Den Köder habe ich auch ein wenig übertrieben zusammengebaut. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch und hoffe, dass jetzt hier richtig was reingeht. Man muss jetzt diese Morgenstunden, die muss man nutzen. Also von der Uhrzeit her ist es beim Hechtangeln ja immer wichtig, egal an welchem Gewässer, dass man halt die Morgenstunden nutzt und die Abendstunden.
In der Mittagszeit und in der Nacht ist dann eher Flaute. Das heißt, man hat fürs Hechtangeln leider nicht so wahnsinnig viel Zeit. Deswegen ziehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen durch und dann gucken wir gleich in der Mittagszeit in das Setup rein. Na, und da kommt noch ein kleiner Mittagshecht, 3 Gramm untermaßig. Also, gucken wir nochmal eben rein hier in das gesamte Setup. Wie gerade schon gesagt, komplett übertrieben. Natürlich hier mit einer Jerkbait-Route. Plus 1 auf Jerk, das ist hier die Advent F70. Also, das Teil jetzt hier gerade schön in Kombination mit der Borealica. Natürlich komplett übertrieben, ich habe aber keine mittelmäßig starke. Was ich halt hätte, wäre eine Steelness. Die habe ich halt sonst immer hier drauf. Wäre auch eine Option. Aber ich habe mir gedacht, komm Alter, wenn da jetzt dann doch mal ein richtig großer Hecht drauf geht, dann, naja, dann nutzt man halt auch das, was man halt hat. Also das große Gerät und gib ihm. Ja, komplett übertrieben. Geht natürlich auch deutlich kleiner. 36 Kilo Schnur, Monoschnur jetzt in dem Fall, weil sie eben auch gut drauf passt. Also es passt ausreichend Meter Schnur drauf. Das heißt, der Hecht kann so ein bisschen mehr auch Kopfschläge machen und die Monoschnur federt das immer ganz gut ab. In dem Fall jetzt mal Stahl genommen. Ich glaube, ich ändere das auch nochmal und nehme hier mal 55 Kilo Fluorocarbon. Nehmen wir mal hier 60 cm. Dann ist das auf jeden Fall auch durchbisssicher. Und dann hier die selbstgebastelten Jerks. Gucken wir mal hier rein. Auch hier gerade noch mal ein bisschen übertrieben. Ich habe die Hakengröße mal auf 5-0er geändert. Also richtig großer Haken hier drauf. 4-0er reicht aber in der Regel eigentlich auch. So habe ich die natürlich in der Vergangenheit auch immer verwendet mit 4-0er Haken. Und dann gib ihm. Ja, und so ist das Ganze jetzt aufgebaut. Und so geht es dann jetzt gleich in die Abendstunden und mal gucken, was dann hier noch so geht. Tja, das passiert natürlich auch immer mal wieder, dass einfach nach einer gewissen Zeit am Spot auch nichts mehr geht. Mehrfach jetzt schon durchgezogen, in alle Richtungen, auch von der anderen Seite noch probiert, aber offenbar ist hier gerade jetzt so nach 15 Fischen einfach Ende. Passiert. Ein schöner Brocken um die 10 Kilo war halt dabei. Wir gucken mal eben hier nach Gewicht. Der bringt dann um die 60 Tacken, also so gar nicht verkehrt. Aber in Gänze jetzt hier war zu viel Flaute zwischendrin. Es waren halt ein paar schöne dabei. Immer wieder natürlich eine Möglichkeit, wenn man Kaffeeaufträge abschließen will. Hier 3 Stück mit 3 Kilo zum Beispiel. Dann ist das natürlich praktisch. Vielleicht geht ja auch noch die Trophy ran. Ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal testen und weiter ausprobieren. Ja, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.